Entnehmen Sie Ihr Miveba Kinderfahrrad Arrow 20 Zoll aus dem Karton und entfernen Sie sämtliche Folien. Im Paket befinden sich der Hauptkörper des Kinderfahrrads, das Vorderrad, der Sattel, das vordere Schutzblech, das Pedalset, die Reflektoren, die Halter der Reflektoren, die Klingel, das Montagematerial, das Bordwerkzeug und die Bedienungsanleitung. Sie benötigen nur noch einen Kreuzschraubendreher, um das Kinderfahrrad aufzubauen. Montieren Sie den Sattel an das Fahrrad. Führen Sie das Rohr mit dem Sitz in die Öffnung des Rahmens ein und achten Sie darauf, dass die Rohrmarkierung nicht über den Rahmen erscheint. Befestigen Sie den Sitz in einer Position parallel zum Boden, wobei die Vorderseite des Sitzes in einer Linie mit dem Rahmen geradeaus zeigt. Ziehen Sie die Muttern an. Führen Sie die Mitte des Lenkers in die Öffnung der Halterung ein. Nachdem Sie den Lenker eingesetzt haben und sicherstellen, dass die Bremsgriffe nach vorne zeigen, müssen Sie die Schraube gleichmäßig festziehen. Um sicherzustellen, dass sich der Lenker in der Mittelstellung befindet, stellen Sie sich vor das Fahrrad und richten Sie die vordere Felge in einer Linie am Rahmen aus. Stellen Sie dann den Lenker bei Bedarf so ein, dass er die richtige vordere Position erreicht. Achten Sie bei der Pedalmontage darauf, dass sich das jeweils gekennzeichnete Pedal auf der richtigen Seite befindet. Wenn Sie das L-Pedal gefunden haben, sollte es auf dem linken Arm am mittleren Kranz platziert werden. Danach noch das Schraubgewinde vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn manuell festziehen. Fahren Sie genauso mit dem rechten R-Pedal fort, indem Sie es auf den rechten Arm des mittleren Kranzes befestigen. Die Richtung zum Festziehen ist im Uhrzeigersinn. Nachdem Sie die Pedale fixiert haben, überprüfen Sie, ob die Arme des mittleren Kranzes sich beim Drehen frei bewegen und ob eine lose und seitliche Bewegung vorhanden ist. Seien Sie vorsichtig beim Einbau der Pedale, da eine falsche Pedalbefestigung das Gewinde beschädigen und unangenehme Folgen haben kann. Für die Montage des Vorderrads benötigen Sie das Schutzblech, das Vorderrad, das Montagematerial und das dazu benötigte Montagewerkzeug. Wir empfehlen Ihnen, das Fahrrad auf den Kopf zu stellen. Hier ist die Montage wesentlich leichter durchzuführen. Anschließend kann das Schutzblech mit Hilfe der langen Kreuzschraube befestigt werden. Achten Sie beim Einbau des Vorderrads auf die Laufrichtung des Reifens. Lösen Sie die Schrauben der Unterlegscheibe, die sich auf der Vorderachse befinden. Setzen Sie die Vorderachse in die Öffnungen der Vorderradgabel ein. Befestigen Sie die Unterlegscheibe an die Achse, indem Sie das gebogene Ende in die kleine Öffnung an der Basis der Gabel einführen. Ziehen Sie im Anschluss die Achsmuttern gleichmäßig an. Richten Sie das Vorderrad aus, bevor Sie es festziehen. Ziehen Sie die Bremsbacken des Vorderrads fest. Beim Drehen sollten die Wände der Felge nicht mit den Gummiteilen der Bremse in Berührung kommen und der Bremsbelag bündig an der Felge anliegen. Sollte eine solche Reibung vorhanden sein, ist eine Einstellung der Bremse notwendig. Zum Nachstellen des Bremszugs kann die zentrale Befestigungsmutter leicht gelöst werden. Ziehen Sie am Bremszug, bis die Bremsbacken einen Abstand von ca. 5 mm zum Auflagepunkt des Vorderrads haben. Kontrollieren Sie hier den Sitz der Bremsbacken an der Felge. Diese sollten bei einer Bremsung plan auf der Felge aufliegen. Ist dies in Ordnung, dann ziehen Sie die zentrale Mutter wieder fest an. Die Einstellung der hinteren Bremse kann nach dem gleichen Schema geprüft und eingestellt werden. Ziehen Sie im Anschluss die Befestigungsmuttern des Hinterrads mit dem Bordwerkzeug fest. Zur Befestigung des vorderen Reflektors benötigen Sie einen Kreuzschraubendreher. Ist der Halter befestigt, so kann der Reflektor eingeschoben werden. Der hintere Reflektor wird wie der vordere befestigt. Auch hier wird ein Kreuzschraubendreher verwendet. Montieren Sie die Klingel am Lenker. Bringen Sie die Bremshebel in die richtige Position und fixieren Sie diese mit dem Bordwerkzeug. Das 20 Zoll Kinderfahrrad Arrow punktet in Sachen Optik und seinen knalligen Farben. Profilstarke Reifen lassen auch bei Regen keinerlei Unsicherheiten aufkommen. Reflektoren und Katzenaugen sorgen für eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Mit den gepolsterten Griffen lassen sich auch längere Ausfahrten ohne Probleme durchführen. Immer im richtigen Gang dank der sechsfach verstellbaren Gangschaltung. Es besitzt einen höhenverstellbaren und gedämpften Sattel. Ein Seitenständer erleichtert das Abstellen. Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß mit Ihrem Kinderfahrrad Arrow 20 Zoll.